der Papa von Zipora nahm Moses auf in seinem Haus. Nicht nur, weil er ihm dankbar war, Moses war klug und sah gut aus. Zipora fand das auf und empfand mehr Sympathie. Und Moses war ja sowieso von Anfang an verliebt in sie. Weil der Papa von Zipora der Priester war von jetzt an seid ihr Frau und Mann. Ein Jahr verging und noch ein Jahr. Bald sollten Kinder durch das Haus. Und weil Zipora Mutter war, zog Moses mit den Schafen aus. Er wanderte mit seiner Herde fort. Einem heiligen Ort. Die Sonne ging unter, die Nacht brach herein. Da sah er ein Licht, was mochte das sein? Ein brennender Dornbusch. Er sah den Busch, den Feuergrün. Ein Engel Gottes kam zu ihm. Hallo Moses! Ja? Zieh die Schuhe! Was? Schuh auf, Moses! Wie? Hände vors Gesicht! Warum? Gott spricht zu dir, Moses! Ich bin deines Vaters Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs Gott. Ich habe Israels Leid erkannt und will es befreien von Ägyptens Joch und führen in ein weites Land, in dem Milch und Honig fließen. So geh zurück ins Reich am Nil, verkünde, dass dir Gott erschien. Dann trete vor den Pharao und sag, Gott fordert, lass uns ziehen. Wie soll ich vor den Pharao treten? Ich war noch nie sehr gut im Reden. Setz deinen Bruder Aaron ein. Dass Gott mich schickt, nimmt keiner mir an. Stab in die Hand, da wurde der Stab eine Schlange im Sand. Der Engel sprach, greif dir die Schlange im Sand. Da wurde die Schlange zum Stab in der Hand.